Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Kirby's Dream Land. Ich bin Superfex und ich fange einfach direkt mal an, denn die ersten Level von Kirby's Dream Land sind ziemlich einfach. Da kann ich einfach weiterlabern, muss ich nicht im Titelscreen bleiben, so habt ihr auch mehr Action. Ich werde das Spiel zweimal durchspielen, und zwar einmal auf diesem normalen, leichten Modus, denn das Spiel hat zwei Modi, einmal den hier. Da ist alles ganz friedlich und einfach und ich kämpfe gegen Küken und kleine süße Leute mit Pilzen als Hüten. Und wenn man das Spiel durchspielt, dann kriegt man eine Kombination, die man am Titelbildschirm eingeben kann, und dann kommt die schwere Variante und dann mutiert alles und werden die Küken zu richtigen ausgewachsenen Vögeln und alles will ich töten. Sogar Regenschirme. Also da werde ich dann auf jeden Fall auch sterben. Also hier kann ich jetzt durch die ersten drei Level einfach quasi durchrushen, weil die sind nicht besonders anspruchsvoll. Man sieht, hier ist schon der erste Zwischenboss und er kann mir nicht wirklich was anhaben. Ich wurde bisher noch kein einziges Mal getroffen, überhaupt. Und ja, deshalb mache ich das einfach. So. Warum Kirby's Dream Land? Ja, ich habe eigentlich schon mal auf einem anderen Kanal ein Let's Play zu dem Spiel Little Big Adventure angefangen. Allerdings habe ich da nur irgendwie so alle paar Wochen mal was hochgeladen, so zwei, drei Videos, und es lief nicht wirklich so sonderlich gut. Und ich hätte jetzt auf dem Kanal weitermachen können. Ich hätte auch mit dem LBA-Let's Play weitermachen können, aber ich dachte mir, ich will jetzt neu anfangen und ich will nicht dieses alte Image von wegen, der lädt ja nur alle paar Wochen mal was hoch und bla bla, ziemlich loswerden und quasi einen Neustart machen. Ich habe auch nicht mehr den Spielstand von LBA, das heißt, ich hätte erstmal ein bisschen weiterspielen müssen ohne die Kamera, bevor ich da hätte weitermachen können, wo ich war. Und deshalb war das noch ein Grund. Ich werde LBA auf jeden Fall später nochmal neu anfangen auf diesem Kanal hier, aber jetzt mache ich erstmal Kirby. Denn ich wollte jetzt als Neueinstieg einfach irgendein Spiel nehmen, das ich schnell durchspielen kann, damit ich einen guten Einstieg habe und nicht wieder ewig an einem Spiel rumhänge. Und das Spiel hier ist relativ leicht und es ist schnell durchgespielt, deswegen ist das eigentlich perfekt für so ein erstes Let's Play. Ja, hier ist auch schon der erste Endgegner, Wispy Woods, und besiegt. Oh, armer Baum. Hier, ich puste dich. Dann tut's nicht mehr so weh. Musst du nicht mehr heulen. So. Und starten. Siegestanz. Yippie. Geklonte Kirbys. Toll. Nicht wahr? Vielleicht sollte ich auch noch was zur Story erzählen. Wir sind Kirby, wie man unschwer erkennen kann. Immerhin ist es Kirby's Dream Land. Und wir befinden uns auch im Dreamland. Ist das nicht toll? Das ist eine coole Waffe. Das Mikrofon, wenn ich das aufsauge, bin ich groß. Und wenn ich es dann ausspucke, dann, schreit Kirby ins Mikrofon und alle Gegner auf dem Bildschirm sterben. Überhaupt, Bewegungsmuster, ich kann Luft einsaugen und fliegen. Ich kann unbegrenzt fliegen. Ich habe nicht irgendwie nur eine begrenzte Anzahl von Flugmöglichkeiten. Keine Ahnung, wie ich das jetzt ausdrücken soll. Ihr wisst schon, was ich meine. Wenn ich voller Luft bin, kann ich auch die Luft rausspucken, zum Beispiel wie hier, ohne natürlich getroffen zu werden, das wäre besser, aber damit kann ich dann Viecher töten. Und das wirkt aber nur bei den normalen Standardgegnern, also bei Bossen keine Chance. Hätte ich Gerd eben gegen Wispy Woods das eingesetzt, das hätte keinen Schaden gemacht. Dann kann ich Gegner einsaugen, das ist ja eins der Markenzeichen von Kirby, immerhin kennen wir ihn dafür. Und wenn ich die eingesaugt habe, kann ich sie als Stern verschießen. Toll, ne? Ja, eigentlich ist Kirby auch dafür bekannt, dass es die Fähigkeiten von seinen Gegnern übernehmen kann. Das ist in diesem Spiel hier allerdings noch nicht so. Ich kann mir nur verschießen. Außerdem ist Kirby eigentlich als rosa Knödel bekannt. Aber in diesem Spiel ist aber noch ein weißer Knödel. Und das ist nicht nur so, weil es auf dem Gameboy-Screen ist, wo man sowieso nur schwarz-weiß hat, sondern auch auf dem Handbuch und auf der Verpackung von Kirby. Da war Kirby auch noch weiß. Und die waren in Farbe. Also man kann da auch King Dedede und alle möglichen sehen. Und die sind alle in Farbe. Nur Kirby ist noch weiß. Also tut mir leid, wenn ich jetzt eure Weltanschauung zerstört habe, aber das ist nun mal so. Ich wollte zur Story was erzählen, ne? Also, wir sind Kirby, wie schon gesagt, und wir leben im Dreamland, auch schon gesagt. Und ja, hier gibt's die magischen Sterne,
Die sind ganz toll, denn damit können die Bewohner des Dreamlands alles Mögliche machen. Sie können, ja, benutzen das zum Arbeiten, wir schenken ihnen Freude und sie sind einfach toll. Und leider hat jetzt der böse, böse König DDD, ist von seinem Berg Mount DDD runtergekommen. Oh nein, ich bin gestorben. Na toll, ich habe nicht aufgepasst. Also er ist von seinem bösen Berg Mount DDD runtergekommen und hat das gesamte Essen des Dreamlands geklaut und außerdem die magischen Sterne. Und da den Bewohnern jetzt diese magischen Sterne fehlen, können sie kein Essen mehr herstellen. Sind alle ganz hungrig. Und Kirby ist dann halt aufgetaucht und hat so gesagt, ja, kommt Leute, ich melde mich freiwillig, ich hole die zurück. Und ja, das macht Kirby jetzt. Und es gibt insgesamt 5 Sterne und 5 Welten. Wir sind jetzt hier in der zweiten und kämpfen gerade gegen Lololo und Lalala. Immerhin ist das Lololos Castle. Wir sehen schon, da oben, das ist Lalala. Oder jetzt hier unten, die hat ein Schleifchen und Lololo hat kein Schleifchen. Ja, also noch ist alles relativ einfach, auch wenn ich gerade eben gestorben bin, obwohl ich es nicht wollte. Ich klaue ihnen halt einfach die Kisten, die sie vor sich her schieben und schieße ihnen einfach ins Gesicht. So, BAMS! Und dann kann ich sie dann einfach besiegen, ja. Komm schon. Noch einen Lebenspunkt noch. Man sieht auch unten über meiner Lebensenergie, sieht man, ja, jetzt nicht mehr, jetzt sieht man die Score. Aber eigentlich sieht man da die Lebensbalken der Endgegner noch. Ah, vor dem Tanz. Wir haben wieder einen Stern gesammelt. 3 brauchen wir noch. Läuft richtig gut, ne? Also die ersten 3 Stages sind jetzt nicht so wirklich schwer. Also die 4. ist, ja, auf dem einfachen Modus auch nicht so unbedingt herausfordernd. Wahrscheinlich werde ich da ein oder zweimal sterben. Und ansonsten, die letzte Stage ist halt eigentlich nur noch ein Boss-Run. Muss man die ganzen Bosses nochmal besiegen und dann gegen King DDD antreten. Und dann hat man das Spiel beendet. Einfach, oder? Ah, hier sieht man jetzt die Float Islands. Schön mit Wasser, wo ganz viele Seesterne drin sind. Und fliegende Kraken. Tintenfische. Kanonen und ein neues Mikrofon. Ist das nicht schön? Aber das benutze ich jetzt noch nicht. Da waren wir dies. Sondern hier. Die blöden Kokosnüsse nicht treffen. Ich hasse die Dinger. Die sehe ich eigentlich nie. Und dann fallen sie auf mich drauf und ich krieg Schaden. Da oben hängt auch schon eine. Hier. Ich muss auf der rechten Seite hoch, sonst trifft die die. Aua. Oh, toll. Jetzt hat mich das getroffen. Ah, das trifft mich alles. Aber wenigstens ist hier eine Flasche. Dann kann ich wieder 2 Balken Lebensenergie aufsammeln. Ja. Oh, ich hab's schon wieder vergessen. Jetzt hat mich das fast getroffen. Gut. Aua. Kommt schon. Los. So, stirb. Ja. Überall sind eigentlich auch so kleine Geheimnisse versteckt, die wir jetzt beim ersten Run überspringen. Die meisten. Zum Beispiel hier dieses Leben. Das kann ich eigentlich ganz gut gebrauchen. Ich habe noch 4 jetzt, wow. Normalerweise bin ich im 6 Leben, aber was soll's. Habe ich wahrscheinlich irgendwo eins übersehen und dann habe ich ja 1 verloren. Und diese Viecher, die sind böse. Die darf ich nicht berühren. Das bedeutet nämlich Instant Death. Dann darf ich das Ganze hier nochmal machen. Toll, ne? Ja. Ansonsten nicht sonderlich spektakulär jetzt das Ganze. Curry! Curry ist schön. Curry kann ich Feuer spucken und alles fertig machen hier. Bam, bam, bam. Außer die Gegner spawnen in mir. Dann nehme ich natürlich Schaden. Toll. Danke, Spiel. Danke, Kirby. Warum hast du nicht gesehen, dass dein Gegner in dir spawnt? So, fliegen die Tintenfische. Und ha, diesmal nicht mein Freund. Bam. Burn, Baby. Burn. Und in den Mast gehen wir. Und futsch, im Wasser verlieren wir leider die Feuerpower. Aber was soll's. Das Leben ist mir jetzt wichtiger als die Feuerpower. Denn wir haben schon wieder eins verloren. Das läuft überhaupt nicht gut. Normalerweise bin ich besser. Wie soll das denn erst in der schweren Variante laufen, wenn ich dauernd sterbe?